Hey ho, meine Lieben, heute machen wir Pulled Pork Wraps. Ja, und zwar aus Mais-Tortillas, ich kann es immer noch nicht aussprechen, egal, in vielleicht etwas ungewöhnlicher Kombination. Ja, ich bin mal wieder experimentierfreudig. Und Pulled Pork muss ja auch noch gegessen werden. Ja. Und das machen wir jetzt ganz einfach drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Mhm. Die Wraps werden in der Pfanne hier kurz angewärmt. Da haben wir bloß vorher Zwiebeln noch angeröstet, beziehungsweise die Manu hat die angeröstet. Und danach werden die im Opti-Grill in der Backschale fertig gemacht. Das habt ihr alles schon mal gesehen. Und ja, eben weil ihr das alles schon gesehen habt, Pfanne, Backschale, lasse ich das heute alles weg. Und ihr seid bloß dabei, wie ich die Dinger fülle schnell. Und nachher natürlich beim Probieren. Ah, die Backschale ist soweit aufgeheizt. Jetzt aber hier runter. Schauen wir mal, was wir an Zutaten haben. Ja, jetzt kommt bestimmt gleich der Aufschrei. Um Gottes Willen, wie kann er nur? Ich kann. Ich habe hier einen Eiwa und den will ich ein bisschen mit draufhauen. Dann haben wir natürlich noch die Paprika von gestern. Schöne frische geröstete Zwiebeln. Ein bisschen geriebenen Gouda. Und natürlich unseren Star, das Pulled Pork. Und was da jetzt heute übrig bleibt, das wird eingefroren. Jo, gut. Dann werde ich erstmal das erste Tortilla-Wrap-Ding-Star anbrutzeln in der Pfanne, dass es ein bisschen weicher wird, besser zum Rollen geht. Und dann geht es weiter. Beziehungsweise ich lese jetzt erstmal, was da drauf steht. Jo, dann fange ich hier mal an mit dem ersten, mit meinem. Und zwar mit ein bisschen Käse unten rein. Und dann haben wir uns hier ein bisschen Fleisch drauf. So. Und wie mache ich weiter? Gute Frage, nächste Frage. Ich hau mal auf eine Seite jetzt Eiwa drauf. Ich weiß ja nicht, ob ich nach einem schon wieder richtig satt bin. Und auf die andere Seite hau ich mal bloß ein paar Röstzwiebelchen drauf. Ich habe zwar hier noch eine Barbecue-Soße stehen, aber ich glaube, auf die verzichte ich heute. So. Ein Wrap in zwei Geschmacksrichtungen. Plätsch, kann ich den auch schon in die Schale reintun. So. Und gleich kommt der nächste. Den haben wir jetzt zu spät in die Pfanne rein. So, Leute. Und dann machen wir den zweiten. Also Spatzel, was willst du ganz unten drin haben? Käse. Käse. Einfach sagen, ich mache. Ja. Okay.
Käse, Käse, Käse. Gut. Salat. Salat. Weiter im Text. Fleisch. Reicht es? War ein Witz. Jetzt hoffe ich, dass meiner dabei im Opti-Grill nicht verbrennt. Soll ich mal gucken? Ja, bitte. So. Nö. Alles gut. Was machst du dann drauf? Noch? Bisschen geröstete Paprika. Paprika, Paprika, Paprika. Ja. Und Zwiebeln. Und Zwiebelchen? Zwiebelchen, ja. Ah, Zwiebelchen sind immer wichtig. Richtig. Ah, auch nicht schlecht, die Zusammenstellung. Gut, jetzt reicht's aber, bevor man wieder nicht mehr richtig zukriegen. Nein, nicht brechen. Gut, nächste in den Opti-Grill rein. Also die zwei liegen jetzt mal im Opti-Grill. Was Alina nachher mag, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann extra sehen. Aber die hat irgendwas von Gemüse gesagt. Naja, lassen wir das heute weg. Das dauert jetzt 2-3 Minütchen, weil Pulled Pork ist ja kalt aus dem Kühlschrank. Das muss jetzt auch erst ein bisschen warm werden. Ja, und dann können wir auch schon anschneiden. Leute, dann hole ich mir mal meinen raus, bevor der zu knusprig wird. So. So, welche Seite war jetzt Eiweiß und welche Seite Zwiebel? Das war einfach, glaube ich, mein Schatz, oder? Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt einfach mal. Tja, das werde ich mit Sicherheit gleich wissen. Hier ist noch ein bisschen Eiber dran. Mhm. Er scheint die reine Eiberhälfte zu sein. Aber ich muss sagen, die Kombo kommt gar nicht mal schlecht. Mmh. Mmh. Lecker. Ja. Andere Hälfte mit den Zwiebelchen. Also nur die Zwiebelchen und den Käse halt unten drin. Schmeckt halt zwiebelig. Mmh. Lecker. Geil. Geile Resteverwertung vom Pulled Pork. Und das nächste ist jemand Manu. Na, ich will jetzt essen. Bitteschön, du darfst. Dankeschön. Oh, ein bisschen. Ist schon knusprig? Ja, es ist knusprig. Oh, und heiß. So. Oh, sieht gut aus. Jetzt geht es ums Probieren. Mhm. Sehr lecker. Ich habe, glaube ich, hab jetzt kein Fleisch drauf auf dieser Seite. Wie ist es abgehauen? Es ist abgehauen auf der anderen Seite. Probiere ich dieses Stück. Mhm. Einfach nur lecker. Ja, dann. Mhm.
Essen. Jetzt gehe ich erstmal schön essen. Ja, meine Lieben, schnelles Fazit. Resteverwertung, Pulled Pork, einfach in Wraps rein. Ja. Irgendwas dazu tun, was ihr Lust habt, fertig. Also mir hat es mit dem Ei war wirklich lecker geschmeckt. Und rutscht mal rüber. So sieht es besser aus. Also mir hat es wirklich lecker geschmeckt. Ist mal was anderes. Einfach Mut haben, irgendwas Neues auszuprobieren. Hätte ich jetzt sagen. Wir hätten auch Pizza machen können, aber Wrap war eine absolut schnelle Nummer. Richtig. Jo. Viel du noch was Nummer. Dazu? Bei mir war auch ganz alles wunderbar. Hat super geschmeckt. Jo. Und es ist super Lebensmittel. Verwertung. Resteverwertung, genau. Oh. Lebensmittelverwertung. Guckst mich auch schon so an. Der ist gut, ja. Okay, Leute, das war's. Schnelles Video, schnelles Fazit. Tschaikowski, Däumchen hoch, nettes Kommentar, Abo, wir sind raus.